Tja, ich retuschiere gerade im Himmelsbereich, in dem es besonders hier eine ganze Menge von Fehlstellen gibt, wo also die Farbe, die originale Farbe abgerieben ist. Und wir sehen an einigen Punkten sogar die Grundierung hierdurch. Und das ist der, ich möchte sagen, der vorletzte Arbeitsschritt einer ziemlich komplexen Restaurierung dieses großen Gemäldes von Gilles von Königsloh. Das ist der Künstler. Diese Restaurierung umfasste beispielsweise die Firnisabnahme. Das ganze Bild war also mit mehreren Schichten eines inzwischen über die Zeiten dunkel und gelblich gewordenen Firnisses überzogen. Diese Restaurierung umfasste weiterhin das Verleimen einer Fuge, die komplett geöffnet war in dem Bild. Die Entfernung von Übermalungen, die sich hier in diesem beschädigten Bereich besonders befunden haben. Es sind also alte Beschädigungen, die ich hier wieder aufgedeckt habe und jetzt wieder schließe. Und ja, jetzt bin ich beim Retuschieren, also beim farbigen Eintönen der Fehlstellen, die sich entlang dieser Holztafelfugen, wo also mehrere Bretter zu einer Holztafel zusammengeleimt worden sind und die sich hier in diesem Hintergrund und Himmelsbereich befinden. Die Geschichte, die hier dargestellt ist, bezieht sich auf Ovids Metamorphosen, unter anderem, die in diese Fantasielandschaft eingefügt ist. Es ist ein musiger Wettstreit zwischen dem Gott Apoll und dem Pan. Der Berggott hat eigentlich schon entschieden, dass Apoll diesen Wettstreit gewinnt. Aber in das Ganze mischt sich der König Midas ein und meint, dass doch der Pan besser gespielt habe. Und das kann man nicht ungestraft einem Gott gegenüber äußern, sodass Apoll veranlasst, dass dem Midas Eselsohren wachsen. Und das kann er eigentlich ganz gut noch unter seiner Krone verbergen, aber sein Diener oder man kann auch lesen, sein Friseur merkt natürlich, der König hat Eselsohren, wird dann zu strengstem Stillschweigen vergattert. Aber dieses Geheimnis, was ihn da so bedrängt, das muss er irgendwie loswerden. Und diese Szene ist hier dargestellt. Er gräbt eine Grube und ruft dieses Geheimnis, der König mit den Eselsohren, in die Grube, vergräbt quasi das Geheimnis. Aber auf der Grube wachsen die Binsen und wenn der Wind durch die Binsen geht, dann wird dieses Geheimnis in die ganze Welt getragen. Und man kann dann hier auch im Gemälde sehen, wie in verschiedenen Gruppen man das Gefühl hat, dass das Geheimnis der König hat Eselsohren immer weiter gesagt wird. Und während der Firnisabnahme hat sich hier an der Leier des Apoll eine kleine Signatur KM, also Karel van Mander, gefunden. Und die Vermutung, die es auch gegeben hat, die auch schon geäußert worden ist, dass dieser wichtige Künstler vielleicht die Figuren gemalt haben könnte, die hat sich durch diesen Fund hier bestätigt. Wir versuchen nicht, den Künstler zu imitieren, sondern wir versuchen, bildlich gesprochen, eine Brücke von einer intakten Farbstelle zur nächsten zu schlagen, über diese Fehlstelle hinweg, sodass das Auge des Betrachters nicht an der Fehlstelle hängen bleibt. Und natürlich dokumentieren wir sehr exakt während einer solchen Restaurierung die einzelnen Arbeitsschritte und dokumentieren auch, an welchen Stellen des Bildes die Farbe des Künstlers vollkommen intakt da ist und wo möglicherweise ein Restaurator 500 Jahre später eine neue Farbe eingesetzt hat. Ja, das ist wirklich eine Beobachtung, die in der Form eigentlich noch nicht formuliert worden ist. Affenartige Katze ist hier, wundersame Vögel bevölkern dieses Bild. Ganz winzig gemalte kleine Frösche kann man hier finden. Schmetterlinge, Raupen, alles Mögliche, was im Maßstab weder zu den Figuren richtig passt, noch zu der Landschaft passt. Also wirklich ein drittes Element, an dem man Spaß haben kann, dass man auch mit viel Aufmerksamkeit ersuchen muss, und wenn man es dann findet, merkt man, welche Präzision und welcher
Reiz eigentlich auch in diesen ganz feinen ausgeführten Details hier in dem Bild verborgen sind.